Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube heute mit einem kleinen Video zum Spiel Clash of Clans. Ja, ihr seht's, wie immer im Hintergrund natürlich mein Dorf. Und ja, ihr hört's auch, meine Stimme ist etwas, naja, nicht so laut heute. Liegt daran, dass ich etwas erkältet bin. Bin wahrscheinlich doch mit nicht geeigneter Kleidung draußen rumgelaufen. Ja, egal, jedenfalls bin ich etwas erkältet. Und deswegen wollte ich erst gar keine Sendung machen, gar keine Folge heute. Dann habe ich doch gedacht, ich mache heute mal den Only Riesenangriff heute mal. Warte mal, steht hier. Moment, 13 Mitglieder, das ist ein Schild. Nächsten Tag mit 15, okay. Ah. Nun gut. Ja, also wie gesagt, da wollte ich heute den Angriff machen mit den Only Riesen. Only Riesen hier, ihr seht, ich habe 35 Riesen mit, 17 Bogenschützen, 2 Heiler Level 4 und die 10 Mauerbrecher. Also ist es nicht ganz Only Riesen. Aber ohne die Riesen würde ja, sage ich mal, auch keinen Sinn ergeben, weil was bringen ohne die Riesen, wenn die Cloudburg voll ist vom Gegner und dann werden die Riesen weggekillt oder die Riesen kommen nicht durch eine Mauer durch. Von daher ist es nicht ohne die Riesen. Hm, scheiß. Einen brauche ich. Ja, gut, nehmen wir die, ja, den mit. Scheiß drauf. Gut. Jo, dann werde ich jetzt mal einen Gegner suchen. Gut, Angriff, Live-Angriff finden. So Leute, da bin ich wieder. Ihr seht, ich habe jetzt über 100 Mal auf Suchen gedrückt. Ich hatte nichts gefunden. Jetzt endlich nehme ich jetzt den einfach mit. Weil am besten will ich habe nichts gefunden. Nichts, gar nichts, gar nichts. Über 100 Mal geklickt. Das ist überdenkt. Nee. Gut. Wir werden jetzt hier von zwei Seiten angreifen wahrscheinlich. Von hier und von da oben. Schauen wir mal. Nein, wo lauft ihr hin? Oh, nein, egal. Brauchst du auf der einen Seite jetzt nur. Zack. Der einen Seite. So. Mach die Bogenschützen hinterher. Ich weiß gar nicht, was ich in der Clownburg drin habe. Ich glaube, da waren auch Riesen drin. Ja, waren auch Riesen drin, genau. Ja, ich schau mal, was die Riesen so aushalten. Sind es doch von zwei Seiten die Riesen? Greifen wir an. Hier unten kann ich auch einen Heiler setzen, weil die Luftabwehr eh hier unten gebaut wird. Ja, und hier oben gehen sie schon ordentlich durch. So, schauen wir mal. Einen Wutzauber drauf und noch einen Heilzauber. Und dann sollte die das hier schon regeln, würde ich sagen. Oder war scheiße gesetzt? Hm. Ah, jetzt aber das Dumme ist, bei Only Riesen, es gibt halt nichts, was dann zum Beispiel die Helden zerstört vom Gegner. Das ist der Rotz eben. Wie ihr seht jetzt den König, da läuft mein Riesen so hinterher jetzt einfach. Und ja, es gibt eben nichts, was den jetzt killt, außer meine Königin gerade. Deswegen meine ich Only Riesen oder so, Only Hogs, das ist eben genau dasselbe. Dauert lange. Und am Ende bringt es nicht allzu viel, weil, weiß ich nicht, ich schaffe ja glaube ich kein 100%, aber das wird eigentlich nicht daran liegen, dass ich zu schlecht bin, sondern einfach, dass die Zeit nicht reicht. Das seht ihr selber. Ich bin jetzt hier vorn mit den Riesen hier, aber ich habe nur noch eine Minute Zeit hier was zu reisen. Die einzige, die hier Schaden macht, ist die Königin. Die holt hier ein bisschen was noch raus an Ressourcen, aber die Riesen, ihr seht, die laufen hier unten lang. Es sind noch haufenweise, glaube ich, also es sind schon noch ordentlich viele, ihr seht selber. Die Kanone, zack, weg. Ja, aber wie gesagt, die Königin holt die Ressourcen und die Riesen kümmern sich um die Verteidigung. Und mehr kann ich ja nicht holen. Ihr seht es selber. Naja, deswegen ist es eben nicht so meins. Aber naja, ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben, was die Riesen Level 7 so können. Gesehen, den Turm, zack, ein Schlag, jeder Riese ein Schlag drauf, die Kanone genauso hier, zack, Kanone weg. Ist schon ziemlich geil, wenn man es so sieht, aber bringt mir an Ressourcen nicht allzu viel, weil die Riesen, wie gesagt, ziemlich langsam sind. Weil die Riesen werden hier wahrscheinlich noch problemlos die Verteidigung mit wegnehmen hier oben. Aber die Zeit läuft eben ab und deswegen hat sich der Angriff nicht allzu sehr gelohnt. Ohne die Königin hätte ich, glaube ich, gar keine Ressourcen rausgeholt. Weil die Königin holt wenigstens noch die Lager hier. Aber viel schafft sie auch nicht. Aber es war wirklich der einzige Angriff, den ich jetzt gefunden hatte. Ich hatte über 100 Mal geklickt. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Mal drücke ich da drauf und finde nichts, gar nichts. Und jetzt habe ich den einfach mitgenommen. Hm. Ja, hat sich nicht gelohnt. Aber ihr seht, was die Riesen Level 7 so anstellen können. Ich hätte jetzt noch die 100% geholt, aber es hätte ewig gedauert noch. Und die Zeit ist, wie gesagt, nach 3 Minuten zu Ende bei Clash of Clans. Ja, und deswegen konnte ich hier nicht mehr holen. Gut, ich wollte euch einen Angriff von vorn zeigen noch. Diesen hier, 455.000 Elixier und 2000 Dunkles, fand ich vorhin auch sehr geil. Kurz Pause drücken. Eine Rathaus 9 Base, wahrscheinlich erst frisch Rathaus 8 gekommen, weil die Mauern sind ja außen Level 3, Level 4 noch. Ja,
Sonst ist die Base gar nicht schlecht. Die Teslas macht er gerade auf 7. Ja, ich glaube, ist es schon 7 oder 6? Ne, ich glaube, macht er auf 7 schon. Alle für Tesla spulen. Ersten Magatom hat auch schon Max 3009. Ja, ich zeige euch den Angriff einfach mal. Kurz geguckt, ob die Klammbrück voll ist hier unten. Dem war zum Glück nicht so. Deswegen habe ich jetzt von hier angegriffen. Na, alle Riesen gesetzt. Ich spule mal ein Stück vor. Das dauert jetzt so lange, die ganze Geschichte. Mauerbrecher hinterher. Die haben da auch schön was aufgesprengt. Und meinen Riesen den Weg frei gemacht. Und ja, die marschieren halt ganz ordentlich durch. Die Königin hinterher. Wunderschön eigentlich. Hat jetzt aber von der Kanone ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Deswegen konnte sie. Eigentlich sollten die Riesen ja tanken für die Königin und für ihre Truppen. Aber manchmal klappt es, manchmal nicht. Hängt eben auch von den Laufwegen der Riesen und von den anderen Truppen ab. Aber im Grunde genommen hat eigentlich alles soweit ganz gut geklappt. Ihr seht selber hier, ich tue euch schon ganz normal. Ihr seht selber, die Königin sorgt sich hier um alle Ressourcen, die es zu holen gab. Wunderschöne Sache. So muss ein Angriff laufen. Hätte ich euch jetzt gerne gezeigt, nochmal, wenn ich den jetzt live gefunden hätte, hätte ich ihn euch gerne live gezeigt. Aber, ich hatte wirklich 100 Mal gedrückt, dann habe ich einfach gedacht, jetzt nehme ich einfach mit. Weil wirklich, ich wollte nicht nochmal zu lang suchen. Um dann hier, was weiß ich, 150.000 zu kriegen. Aber das war nicht allzu sinnvoll. Aber ich wollte es euch, wie gesagt, einfach nur zeigen, die Riesen. Was die Max-Riesen so für Schaden machen. Und deswegen habe ich diesen Gegner vorhin einfach mitgenommen. Und ja, dieser Angriff endet ja auch gleich. Ich konnte hier fast alles holen. Ihr seht selber, es waren noch 7.000 Gold da. Aber ich glaube, am Ende waren es noch 6.000 Gold. Die Königin ist auch noch down gegangen. Und ja, die Kurbel, da habe ich, glaube ich, sinnlos gesetzt einfach nur noch. Ja, hat sich im Großen und Ganzen, ihr seht, so rechts in der Ecke, wirklich sehr, sehr gelohnt, der Angriff. Aber findet man eben nicht allzu oft sowas. Aber habe ich mich vorhin sehr darüber gefreut. 150.000 Gold, 455.000 Elixier und 2.000 Douglas. Nun gut, das war ein Angriff, der sich wirklich gelohnt hat. Und der Live-Angriff vorhin war eben nicht ganz so stark. Aber da konnte ich auch nichts dafür. Tut mir leid. Nun gut, dann soll es das... Och, schau mal los. Dann soll es das zu diesem heutigen Video gewesen sein. Ich werde mich jetzt wieder ins Bett legen wahrscheinlich, nochmal einen heißen Tee trinken, damit meine scheiß Erkältung so schnell wie möglich weggeht. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Christian.